Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne eine Limited Edition der Degusta-Box vorstellen, denn ich habe hier die Degusta-Box Cold in meiner Hand. Es war eine Limited Edition, die man für 17,99 € erstehen konnte. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Degusta-Box bekomme ich ja kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ich auch diese Box hier testen darf. Die nächste Limited Edition, die es geben wird, wird der Adventskalender sein. Also solltest du ihn dir noch nicht organisiert haben, dann schau auf jeden Fall mal auf der Degusta-Box Homepage vorbei. Und ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Denn es ist gekühlt, Cold Box, ne? Das heißt, die Sachen kommen gleich direkt in den Kühlschrank. Vielleicht kann ich das ein oder andere daraus auch jetzt schon testen. Ich verlose übrigens auch in diesem Video etwas. Ich kann die leider nicht verlosen. Deswegen verlose ich diese Limited Edition, das fand ich irgendwie passend, von Alverde Meeresrauschen Geschenkset. Genau, da ist enthalten eine Pflegedusche, ein Körperfluid und ein frisches Spray. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, genau, hier stand Open Me drauf, deswegen habe ich die Box direkt geöffnet und ja, würde sagen, wir schauen mal zusammen rein. Ich bin echt gespannt. Also, wir haben zwar so einen Teaser bekommen, aber ich will mich ja auch überraschen lassen, ne? So schaut nämlich dann die Degusta-Box aus, wenn man sie aufmacht. Wir haben ja auch so eine Silberfolie drin, was das Ganze dann wahrscheinlich warm hält. Hier ist dann auch nochmal, oh, hier hinten stehen die Produkte drauf, die Information, es gibt den Adventskalender, ne? Denk dran. Und du kannst den sogar gewinnen. Okay, wenn du da entsprechend ein Kundenprofil hast und den Online-Fragebogen ausfüllst. Cool. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ich bin gespannt. Okay, wir haben als erstes hier drin von Leerdammer Brat- und Backtaler. Vier vielfältige Rezepte mit dem Leerdammer Brat- und Backtaler. Wahrscheinlich haben wir hier den Leerdammer Brat- und Backtaler drin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Cool. Lecker. Oh. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Aber ich möchte wissen, was jetzt in der Box drin ist, Leute. Hier hat sich schon ein bisschen Kondenswasser gebildet. Das ist halt dadurch bedingt, dass es halt, ne, alles gekühlt ankommt und so. Okay, richtig krass. Hier haben wir auch so Kühlpacks mit drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was hier wohl alles drin ist. Wir waren jetzt eben noch einkaufen, das war wahrscheinlich ein Fehler. Aber das hier haben wir zum Beispiel nicht gekauft. Von Mire französische Kräuter liebe ich tatsächlich. Esse ich gerne auch einfach mal so, dass ich da so Salzstangen reindippe oder Cracker oder sowas. Mega cool, also das finde ich toll. Das ist halt einfach so ein Frischkäse und sowas schmeckt auch einfach total lecker. Und ich mag die Geschmacksrichtung französische Kräuter hiervon auch richtig gerne. Die kaufe ich mir auch so öfters mal. Also von daher sehr praktisch, dass das hier mit drin ist. Dann haben wir hier Greek Bowl. Das ist ein Nachtisch, oder? Nehme ich morgen mit zur Arbeit. Original griechischer Joghurt mit Hafer und Chia. Cool, mit Mango und Pfirsich. Das sieht ja lecker aus. Von Mefgal, so heißt die Firma wohl. Finde ich übrigens extrem cool, dass die, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, dass die Degusta-Box halt auch diese Code Edition rausgebracht hat, ne, weil ich das echt spannend finde, was die dann da reinpacken. Ja, wie gesagt, kommt morgen mit zur Arbeit. Griechischer Magermilchjoghurt mit 0% Fett im Milchanteil. Ach krass. Mit einer Hafer-Kia-Samen-Zubereitung geschichtet, mit einer Mango-Pfirsich-Zubereitung unten drunter. Das steht jetzt nicht unten drunter drauf, aber das habe ich jetzt mal, ne, so interpretiert, weil man sieht. Ja, cool. Hm. Nom nom. Okay, dann haben wir hier von Noah ein Brotaufstrich Linse Curry mit Quinoa verfeinert. Also das ist echt gesund, auch was hier drin ist, ne? Zum Dippen und Snacken und Streichen. Also auch das, ne? Da kannst du einfach dann deine, was auch immer, Cracker reindippen. Oder du machst dir das aufs Brot. Sieht wirklich lecker aus. Ich mache das natürlich jetzt nicht alles auf und teste alles, weil die Produkte ja nur eine entsprechende Haltbarkeit haben. Und da möchte ich das gerne dann aufmachen, wenn ich es auch wirklich esse. Das wäre jetzt zum Beispiel noch bis November haltbar. Und dann kann ich mir das auch mit zur Arbeit nehmen und da dann halt als Brotaufstrich nehmen. Ja, dann haben wir hier noch etwas Eingepacktes noch in Pappe. Wahrscheinlich auch, damit es nicht kaputt geht. Das finde ich auch ganz gut. Also die Sachen sind wirklich gut verpackt. Hier ist jetzt irgendwie nichts, wo ich denken würde, oh, da könnte was ausgelaufen sein. Es ist auch sehr gut zusammengepackt. Belief Pfirsich Mandel. Okay, das scheint ein Joghurt zu sein. Dieser Becher ist aus 80% Papier hergestellt. Ach, das ist cool, ne? Sagt mir jetzt so gar nichts. Ist das ein Joghurt?
Pfirsich. Hätte ich jetzt gedacht, mit Mandel. Ist das mit Mandelmilch? Das fände ich ja total klasse. Made with live yogurt cultures. Auch das ist ziemlich gut. Das ist dann ja auch etwas gesünder. Jetzt wird es nicht nur fruchtig, sondern auch cremig. Unsere pflanzliche Joghurt-Alternative auf Mandelbasis mit reifen Pfirsichen. Einfach, believe it. Auch das tatsächlich ein schöner Nachtisch für auf der Arbeit. Kann man sich gönnen. So, dann habe ich etwas drin, worüber mein Freund sich wahrscheinlich freuen wird, und zwar von Nadler, den Delikatessfleischsalat mit Salatmayonnaise. Sowas isst er sehr gerne einfach so auf dem Brot, und ich glaube, wenn ich ihm den jetzt gleich gebe, wird er sich freuen. Wir wollen gleich nämlich Abendbrot essen, und ich denke, dass er das dann direkt auf seinen Toast machen wird. Finde ich klasse. Doch, das ist halt auch ein Basic-Produkt, denn in der Degusta-Box hast du sowohl so etwas außergewöhnliche Produkte, wie zum Beispiel jetzt von Belief oder von Noah, mal diese etwas anderen neuen Produkte, als auch so ganz coole Klassiker, ne? Finde ich echt schön. So, und was ich halt auch ziemlich lässig finde, Münchner Weißwürste von Zimmermann. Das finde ich auch geil, denn es ist jetzt heute der 1. Oktober, also passt es auch wirklich. Oktoberfest wird ja weitestgehend ausfallen und kann man sich dann aber einfach mal gönnen, denn ich weiß gar nicht, habe ich jemals eine richtige Weißwurst gegessen und wie bereitet man die zu? Ein kleines Stück Wurst diagonal abschneiden, die Haut dabei nicht völlig durchtrennen. Okay. Mit der Gabel erneut in die Wurst, nein, die Haut mit dem Messer festhalten und mit einer halben Drehung die Gabel des, der Gabel das Wurststück herauslösen. Also das ist dann so ein richtiges, ne? Oh Gott, wie isst man sowas? Mit der Gabel erneut in die Wurst stechen und mit entgegengesetzt diagonalem Schnitt in ein weiteres Stück abschneiden. So sieht die Schnittführung aus. Das finde ich sehr, sehr crazy. Aber du musst es halt vorher wohl im Wasser machen. Also ich bin ja ein richtiges Nordlicht, ne? Also Oktoberfest und so ist hier jetzt nicht so ultimativ krass vertreten. Wir sind hier eher so die Karnevalisten. Köln ist näher dran als München bei uns. Und ja, Münchner Weißwürste werden nicht gekocht. Oh. Ach so, sie werden in Wasser zum Sieden. Okay, also ich habe dann ein siedendes Wasser, also nicht kochen, sondern nur sieden. Und dann die 10 bis 12 Minuten die Würstchen rein. Vielleicht bin ich auch cool und mache das heute Abend direkt. Mal gucken. Vielleicht hat mein Freund Bock drauf. Oder will lieber Fleischsalat? Dann müssen wir nochmal schauen. So, dann schauen wir uns jetzt mal die andere Seite an. Und hier sind halt wirklich diese Kühlakku-Pads. Die kann man halt auch einfach behalten und sich in die Kühltruhe packen. Dann hast du Kühlpacks, ne? Das ist auch ganz gut, falls mal irgendwie jemand sowas braucht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir das, was wir eben angeteasert bekommen haben von Lea Dammer. Brat- und Backtaler. Kürbiskern, Kräuterkruste. Oh, lecker. Das hört sich ja gut an. Und das kannst du auf dem Grill machen, im Backofen oder in einer Pfanne. Okay, also zur Arbeit nehmen könnte ich es jetzt nicht, weil wir da keine Herdplatte haben und auch keinen Grill und auch keinen Backofen. Wir hätten da halt nur eine Mikrowelle, aber das kann ich mir abends dann einfach mal im Backofen machen. Das finde ich cool. Und das geht dann in 8 bis 10 Minuten, dann hast du es fertig, ne? Läuft. Ja, und hier sind dann nochmal die Bratlinge, sage ich mal, so drin. Also mir gefällt die Box wirklich gut, weil die so schön vielfältig ist und mir direkt so Ideen einfallen, wie ich das alles so essen kann und wann ich das essen will. Und wahrscheinlich ist diese Box nach dem Wochenende auch schon komplett aufgegessen, ne? Lecker. Dann haben wir hier von Milka, und ich glaube, das ist das Produkt, das Hyperprodukt der Box, also für mich auf jeden Fall, Milka Schokosnack, frisch aus dem Kühlschrank genießen. Und das sieht so lecker aus. Oh mein Gott, sieht das lecker aus, oder? Nein, wir essen gleich Abendbrot, Claudi. Das kannst du nicht bringen. Da sind 4 Stück drin. Ohne Zusatz von Farbstoffen und Konservierungsstoffen. Wenn ich mir das jetzt esse und danach eine Weißwurst, ne? Egal. Mein Magen kann das wohl ab. Ich freue mich. Okay, dann hast du die halt hier so drin. Ist das dann so ein bisschen wie Kinderpingui oder sowas? Weiß ich gar nicht. Okay. Schokolade. Sieht schon sehr gut aus. Boah, das ist voll lecker. Da ist auch irgendwie so eine Teig oder sowas mit drin, ne? Und dann mit Schokolade ummantelt und in der Mitte so eine Milchcreme. Boah. Mhm. Super lecker. Okay, legst du es erstmal zur Seite. Ich esse es aber gleich weiter. Und ist noch was so eingepackt? Und das ist toll. Von Dr. Oetker Löffelglück Grießpudding. Ich liebe Grießpudding.
Mega lecker. Das ist jetzt Natur, da hast du jetzt nicht Marmelade oder sowas drauf. Wenn ich krank war als Kind, hat meine Mama mir Grießbrei gemacht. Das ist toll. Auch so viel Nachtisch hier mit bei, ne? Also zu jeder Mahlzeit, die hier mit drin ist, hast du nochmal einen Nachtisch. Das finde ich gut. Das ist was dann für meinen Freund. Der macht das auch ganz gerne. Löffelglück-Sahne-Pudding mit Vollmilchschokolade. Das wir da direkt essen. Also jetzt nicht heute Abend. Heute Abend, ich glaube, wir müssen uns echt entscheiden, was wir heute Abend hiervon essen wollen. Es ist so viel Leckeres hier. Und ja, weil er mag gerne diese Schokopuddings. Da wird er sich sehr, sehr drüber freuen. Sehr gut ausgewählt. Grießpudding für Claudi. Und den Schokopudding für meinen Freund 1A. Okay, und dann haben wir hier etwas. Ist das Midori, heißt das so? Weiß ich nicht. Veggie-Pult mit Thymian und Knoblauch aus Sonnenerbsen von heimischen Landwirten. Und das ist so ein, weiß ich nicht, Veggie-Produkt halt, ne? Oder Amidori. Wie heißt denn jetzt? Amidori. Amidori Food Company. Okay. Ja, und das ist halt wie Pult Pork, wie man das halt so normalerweise kennt. Das, ne, kann man sich ja selber machen, indem man über Stunden lang so ein großes Stück Fleisch auf dem Grill oder wo auch immer hat und dann, mein Freund macht das manchmal, dann kann man da auch immer wieder so Feuchtigkeit reinspritzen und alles mögliche. Stundenlang. Und das hier ist halt die vegetarische Variante davon. Und dann macht man sich das nachher auf ein Brötchen mit Coleslaw und sowas. Das ist ja dieses klassische Pulled Pork, ne? Und das hier ist die vegetarische Variante. Veggie. Finde ich sehr, sehr interessant. Das sieht auch wirklich interessant aus. Also wenn es halt wirklich auch so angenehm schmeckt, finde ich das gut. Und das machst du einfach in 5 Minuten in der Pfanne. Also ich finde das sehr, 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 sehr spannend. Da braucht man dann natürlich noch die zusätzlichen Geschichten dazu. Ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen mau. Aber finde ich interessant und finde ich auch vor allem also ansprechend. Ne? Also ich finde die Produkte, die hier so allgemein drin sind, sehr, sehr ansprechend gerade. Also ich kriege gerade hammermäßig Hunger. Okay, dann haben wir hier Asia-Teigtaschen mit Sweet-Chili-Soße mit Karotten, Brokkoli, Paprika, Sojabohnen und Mu-Air-Pilzen. Das ist hier so ein Gericht. Ich weiß nicht, ob man das auch in der... Also das sieht jetzt so aus von der Seite. Sieht man das? Ja, ne? Das sieht so aus, als könnte ich das auch morgen einfach mit zur Arbeit nehmen. Takeaway steht hier auch drauf. Frisch und knackig, dank schonender Dampfgarung. 4 Minuten 600 Watt oder 3 bis 4 Minuten in der Pfanne. Das heißt, das kann ich mir morgen mit zur Arbeit nehmen. Das finde ich klasse. Das ist echt geil. Mega, mega geil. Das mache ich mir morgen auf der Arbeit, weil ich habe für morgen nichts auf der Arbeit. Jetzt habe ich was. Inklusive Nachtisch. Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich habe gar keinen Platz mehr auf dem Tisch, Leute. Steht so viel rum. Okay, wir haben ja noch ein Produkt in der Box, glaube ich. Ja. Und zwar ist das von Garzi. Das sagt mir auch irgendwas. Grill- und Pfannenkäse mit Kräutern. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich auch schon mal für eine Vegetarierin oder so geholt, als wir hier so einen Grillabend oder sowas gemacht haben. Das ist halt echt so ein Klassiker, ne? Kann man auch gut essen. Wirklich gut. Und wir machen sowas auch gerne einfach mal selber in diesen Alu-Päckchen, die man dann auf den Grill legt. Und dann machen wir da halt auch so Hirtenkäse oder Feta oder sowas rein, zusammen mit Kräutern und ein bisschen Gewürzen und Paprika und so. Und das ist jetzt halt einfach schon fertig. Und das kannst du dann einfach mit zum Grillen geben. Das finde ich toll. Karton mit 25% Grasanteil, das sieht man auch, ne? Finde ich ziemlich cool. Das ist dieser Karton, der auch so ein bisschen grünlich ist. Und entfache das Feuer. Sei gespannt auf tolle, leckere und bunte Rezeptideen. Deine Food-Inspirationsquelle von flexitarisch bis vegetarisch. Vorbeischauen lohnt sich. Okay, da kann man auf Instagram mal bei denen vorbeischauen. Das finde ich nett. Okay, wie macht man den denn? Steht das hier? Oder kann man den einfach direkt... Nee, hier steht es ja einfach, ne? Zum Grillen und Braten. Nö, den machst du einfach kurz von beiden Seiten anbraten, würde ich sagen. Oder angrillen. Da, Zubereitung. In eine bereits vorgeheizte Pfanne legen und ca. 3 Minuten von beiden Seiten schön goldbraun anbraten. Oder Käse, wenn gewünscht, mit Olivenöl leicht einstreichen und bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten je Seite grillen, bis er auf beiden Seiten goldbraun ist. Jo, ne? Also auch ein schönes Essen für einfach mal so zwischendurch. 2 Stück finde ich auch klasse, weil wir sind ja hier einfach ein 2-Personen-Haushalt. Ich denke, dieses Wochenende wird sehr kulinarisch ansprechend werden. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, liebes Degustabox-Team. Also eine geile Box habt ihr da rausgebracht. Und sollte das nächste Mal eine Limited Edition wieder erscheinen, ich sage es ja auch immer in meinen Degustabox-Unboxings, dann
habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen, was so drin ist und habt vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Bock, euch dann die Limited Edition zu holen. Und das ist dann nicht so wie die Katze im Sack kaufen, ne? Denn ich weiß nicht, ob die noch... Nee, ich glaube, die ist jetzt schon komplett ausverkauft. Aber weil sie ausverkauft ist, habe ich ja hier die Verlosung mit der Limited Edition von Alverde mit der Meeresbrise. So, ich habe Hunger. Ich werde jetzt ein bisschen was mit meinem Freund besprechen, was wir hiervon gleich vernaschen werden. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!